Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. Und wir wurden ja jetzt hier vorhin fast zermalmt von zwei dicken Ogern und einem Finstergeist. Wir wollen ja eigentlich jetzt durchs Leuchtfeuer, sag ich schon, durch die Nebelwand, aber ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas verpasst haben, aber ich glaube nicht. Weil die Türen hier. Die sind ja, glaube ich, hier beide zu, richtig? Verschlossen, ja. Okay. Ja, dann müssen wir eh da lang, also. Oder kann ich die einschlagen? Verschlossen. Ich probier's mal. Nee. Aber ich sehe dahinter was. Da läuft irgendwas. Da ist auf jeden Fall irgendwas dahinter. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal durch die Nebelwand. So, nehmen hier mal so einen tollen Lebensstein noch. Und gucken, was dahinter ist. Okay, Wächterdrache, was? Ein fucking Drache. Was? Nein, flieg, Feuer. Oh nein, ich hasse Feuer. Komm, komm, komm. Das ist doch so ein Drache, wie bei Heiles Flammenturm. Macht er wieder Feuer oder was hier? Nein, okay. Oh, er latscht mich. Ich trinke. Okay, er klebt da oben. Nope. Kann ich ihn vergiften? Ich habe keine Ahnung. So, ich kann auf jeden Fall weg hier. Ich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und weshalb sehen Sie gleich? Oh Gott. Hört mich hier weg! Okay, ich hab no life. Und ich triff was? Gar nichts? Er latscht mich und er latscht mich wirklich. Kann ich ihn verdammt nochmal? Nein! Okay, er klebt. Nein, lauf doch, bitte! Um Gottes Willen. Kann ich ihn vergiften? Ich glaube nicht. Okay, shitty, shitty, bang, bang. Los. Oder habe ich ihn vergiftet? Doch, ich habe ihn vergiftet, Tatsache. Und es tickt, es tickt, es tickt, es tickt. Nein, Burning Fire. No. Okay, es brennt. So. Wir haben gewonnen, auf jeden Fall. Oh. Drachenlichter Seele. Okay. Freude. Oh, wie schön. Schaut euch das mal an. Richtig geile Aussicht. Richtig schön. So, den haben wir kaputt gemacht mit. Wir haben, glaube ich, keinen Estus mehr. No, natürlich nicht. Und jetzt können wir hier diesen Aufzug benutzen. Oh nein, da ist ein Item. Okay, ich muss gleich nochmal runterfahren. Wenn es doch geht überhaupt. Wir hier überhaupt jetzt hier ankommen und wie weit wir hochfahren. Ey. Boah. Okay.
wir denn hier? Was ist hier? Ist hier Levant? Okay, nee. Und wo sind wir denn jetzt? Oh nein, Drachenhorst. Drachenhorst? Drachenhorst. Okay, hier geht ein Weg. Bonfire, bitte? Leuchtfeuer irgendwo? Oh, hier ist unsere Uschi. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. Wer bist du? It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Alte Feder. The dragon welcomes you. Nichts mehr zu sagen. Wir haben eine alte Feder von ihr bekommen und das ist sehr gut, weil das machen wir weg. Ich sage euch warum. Mit dieser alten Feder können wir immer zu jeder Zeit zurück zum Leuchtfeuer uns teleportieren. So. Ist hier Bonfire? Oh ja, zum Glück. Okay, dann reise ich mal trotzdem mal kurz zurück. Drachenhort haben wir. Hier mal nochmal rein. Holen uns das Item. Aber ich wundere jetzt, dass wir halt nicht durch diese Tür kommen. Oder brauchen wir dafür einen Schlüssel? Hier stand ja verschlossen, also. Oder? Stand ver. Muss man das aufschließen? Muss ja, ne? Das kriegen wir auch so nicht auf, halt, ne? Irgendwas kommt da von links. Flüsterich. Benutzt selber Steinchen oder was? Okay. Aber wie kommen wir denn verschlossen? Vielleicht brauchen wir da echt erst noch einen Schlüssel. Die Tür ist da hinten auch zu? Keine Ahnung. Wie wir die aufmachen können? Verschlossen, auch verschlossen, alles verschlossen. Oh. Nein, ich habe keine Ausdauer. So, erstmal hier raus aus dem Rauch. Okay, der ging völlig daneben. Oh Mann. Oh Gott. Und Sitzattacke. Okay. Okay. Dann ist noch einer. Ah ne, hier war ja. Tschüss. Genau. So. Hier haben wir nichts dahinter, okay. Und hier, die Tür können wir ja auch nicht öffnen, richtig? Verschlossen, ja. Hm. So. Natürlich trifft er auf einmal. Ich trinke und dann trifft er mich. So. Das hätten wir jetzt auch mal.
So. Und jetzt müssen wir noch das Item holen. Ah, wir sind hier dann den Turm hier, oder was das ist. Nicht Turm hier, Felsen hoch. Okay, wir sind für eine elende Drachenschuppe zurückgekommen. Und wir werden jetzt die leichte Feder benutzen. Und seht ihr? Da, wir kehren zum letzten Leuchtfeuer zurück. So, wir reisen nach Majula und geben mal unsere Seelen aus, bevor irgendwas Schlimmes noch passiert. Dum-da-dum-dum-dum-dum-dum. So, da ist wieder Uschi. Okay, wir steigen mal auf. Jetzt muss ich... Achso, wir können ja jetzt auch den anderen Bogen erstmal ausrüsten, ne? Ha! Fällt mir gerade so ein, ne? Nehmen wir mal hier noch ein bisschen Anpassung. Belastbarkeit können wir auch nochmal mitnehmen. Okay. So, den anderen Bogen, habe ich gesagt, können wir ja jetzt noch anlegen. Der grundsätzlich mehr Schaden macht und alles. Huch. Genau. So. Hier waren wir ja. Und auf geht's zum Drachenhorst. Hier war, glaube ich, genau die Leiter. Ne? Gucken wir gleich mal hier hoch. Ah, hier können wir jetzt rüberrutschen, wenn wir wollen. Tschu! Oh, ich höre Bauchplatscher, Viecher. Hier sind jede Menge Drachen. Bauchplatscherviecher! Okay. Da ist noch ein Bauchplatschervieh. Was? Finster Geist von Königszauber Nablan, was? Schon wieder er. Ja, er hatten wir noch gerade. Was ist ein fucking Problem, yo? What's his fucking problem? So fucking kidding me. Oh no! What? 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 Okay, der hat mich weggehext hier mit seinen komischen Hexereien. Warum kommt er denn jetzt nochmal? So, wir sind hier lang. Wir hatten zwar nur 1000 Seelen, aber na gut. Wir sind hier rüber. Hier ist auch ein großes Schloss auf jeden Fall noch. Ja, wo war der Bauchplatscher Fuzzi? Ah, da kommt er schon. So. Okay, hier rüber können wir. Jetzt kommt er wieder. Ich backstep ihn gleich mal. Oh ne, okay, zu früh. Okay.
So, du elender Spinner. Dios, Muchacho. Mal. So, adios. Okay. Und wir haben ein Menschenbild bekommen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Was haben wir denn hier? Okay. Hier ist ein fucking Drache. Hier ist ein Bauchplatscher. Oh ja, warte! Oh, was? Oh ne! Okay, die... Noch einer? Das ist ein verdammter Drache noch. Ob der aufsteht? Ich berühre ihn mal nicht. Blutungsstein haben wir hier. Okay, der liegt hier auf einem Item. Ring des bösen Auges. Okay, der wacht gar nicht auf. Na gut, dann lasse ich den mal schlafen. Das ist noch eine fucking awesome Echse. Hallo, Echse. Okay, jetzt dachte der Drache wacht auf. Bleistein, Blitzstein, giftiges... glitzerndes Titanit. Hier der Drache. Ist da noch ein Item? Also aus. Okay. Also der Drache ist zumindest nicht sauber. Da unten ist ein Item. Zwei Items. Aber hier komme ich nicht mehr hoch, oder? Nee. Seele eines taffen Kriegers und ein Bauchplatscher-Fuzzi. Ja. Und ein Pharaos Weisheitsverkünder. Oh Gott, wie komme ich jetzt hier weg? Gar nicht. Deswegen benutzen wir hier unsere geschmeidige Feder. Oh, die Feder! Ja, okay. So, wo lang sind wir gegangen? Wir setzen uns nochmal hin. Hier lang waren wir doch. Okay, mal gucken. Ich hoffe, dass der Königszauberer... Oh, echt? Können wir da unten lag ein Item, habt ihr es gesehen? Tolle Aussicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Bisschen windig hier oben auf jeden Fall. Wo ist denn der Bauchplatscher-Fuzzi? Ja, noch einer. Jetzt hier waren zwei. Da ist noch einer. Wir sind hier rüber gehüpft. Sind wir hier rüber? Ne, wir sind hier durch. Einer. Jetzt komm hier. Nein, lasst mich. Oh nein. Oh, was? Steh auf! Oh no, unser Ring ist kaputt, oder? Unsere ganze Ausrüstung ist im Arsch durch die Scheißviecher. Nein, ihr Elenden. Oh no, oder? Oh doch, okay. Ja, na gut, dann gehen wir zurück. Ah nee, komm ich hier? Ich komm auch gar nicht mehr zurück, oder? Hier klimpert auf jeden Fall auch so ein
Komme ich hier wieder zurück? Nee, ne? Ich kann hier nicht hochklettern, oder? Nö. Na gut. Weil es so toll war, nehmen wir wieder unsere tolle Feder. Ich habe keine Ahnung, wo lang wir sonst so zurückkommen. Bestimmt gibt es noch einen anderen Weg, sicherlich. So, aber auf geht's. Oh, Mackie McDuff. Ah, nee, Blödsinn. Jetzt bin ich nach Majula gereist. Na gut. Dann eben da. So. Servus. Dann haben wir hier, da so und unseren verdammten Ring. Alles repariert. So, können wir uns nochmal eindecken hier bei der Tante? Hier mit. Ja, hier können wir uns nochmal ein paar Lebenssteine kaufen. Auf geht's, ab geht's, zurück zum Drachenhorst. Okay. Nein, okay, dann laufe ich eh mal hier lang. Kommen wir hier. Okay, da ist nichts. Okay, hier ist wieder eine steinerne Statue. Ja, benutzen wir halt mal, damit wir durchkommen. Ist es ein lebender Mensch oder vermöbelt er uns? Ich sehe es nicht. Ist es ein fucking Gegner oder ist es ein Untoter? Okay, er ist böse. Sah jetzt nicht wirklich zuerst aus wie ein Untoter, aber nun gut. Ah, Explodierungsfuzzi! Nein. Immer diese Selbstmord-Dinger, ey. Item. Nein, du verdammte Echse, bleib doch hier. So, hier haben wir wieder glitzerndes Titanit, Lebenstein. Was ist das hier? Was steht hier? Versucht Rundumschlag. Warum? Okay, ich habe keine Ahnung. Vorsicht vor Pech. Wo sind wir hier? Ja, es stopft hier ziemlich großes rum. Ein Scheißdreck. Zumindest höre ich jetzt erstmal kein Geklimper mehr. Nein, warum sind so viele Finstergäste hier? Na komm schon, Baby. Oh, you are fucking poisoned. So. Und bei meinem Glück rolle ich gleich runter. Trink mal was. Kann ich hier... Okay. Nein. Okay, okay, okay. Bitte nicht! Ich trinke schnell. Mit was begrifft die mich denn?
zu ihm. Mein Gott. Warum sind hier so viele Finstergeister? Was soll das? Menschenbild. Hurra. Und hier kann man rüberhüpfen? Oder soll es mal sein lassen? Oder ich weiß es nicht. Bringt es überhaupt was? Kann ich hier wirklich so rüber rennen? Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott, okay, ich dachte... Kann ich hier das kaputt schlagen? Nein, okay. Kann man hier sonst irgendwas machen? Nee. Okay, man kann auch nicht runterfallen. Okay, hier sind... jede Menge Spinner. Dunkles Harz haben wir von denen bekommen. Hier ist noch ein Volldubel. Item. Okay, ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wo ich bin. I don't know. Vorsicht vor rechts, warum? Ach so, weil der Fuzzi da stand oder was? Okay. Ah, man kommt auch von da lang oder wie? Da hinten sind noch welche. Kann ich die von hier abballern? Das wäre richtig toll, wenn ich die von hier aus abknallen kann. Jawohl, einen haben wir. Den haben wir auch. So. Keinerlei Stress mehr hier. Und das machen wir auch hier. Wie viele von diesen Bauchplatsch-Fuzis es gibt. Das ist ja Wahnsinn. So. So vermeiden wir jeglichen Stress. Okay. Abgesehen davon, dass ich nicht mehr weiß, wenn wir sterben sollten, wie ich hierher komme. Ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Jede Menge Drachen, jede Menge... Was war das? War gerade was da? Hä? Oder was ist jetzt? Was war denn das? Okay. Ich sehe dich. So. Oh, fucking Priester, yo. Ich kann den nicht backsteppen oder was? Was der? 1500 Seelen? Warum? Okay, ich will nicht wissen, was der so drauf hat. Fossiler Drachenknochen haben wir gefunden. Yay. Yeah. Okay. Okay, Drache und ein fucking Drache liegt da noch rum. Aber der wird uns sicherlich auch nichts tun. Kann ich hier das Ding kaputt machen? Ich traue mich nicht zu schießen, sonst treffe ich den Drachen bestimmt. Okay. Oh, da ist noch ein kleines Eckchen. Nein, lauf doch nicht, nein! Und es ist... okay. Okay, dann... ja. Dann werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal gucken, was hier noch so zu finden ist im Drachenhorst. Dann vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Lasst mir ein paar Kommentare da, Kritik, Anregungen, Likes und bis zu einer nächsten Folge Dark Souls 2. Und bis dahin, ciao!